Sie haben vorhin auch die Verantwortung von dieser ganzen Geschichte mit den Flüchtlingen angesprochen. Eine der Verantwortungen ist es ja aber auch, uns hier in Europa zu schützen. Und vor allem mit Flüchtlingen aus Syrien und aus diesen Ländern kommen ja noch mehr Leute mit einem islamischen Hintergrund zu uns. Und ich glaube, was der Herr vorhin angesprochen hat, beinhaltet ja auch eine große Angst hier in Europa zu dieser Islamisierung, die immer mehr stattfindet. Wie wollen Sie Europa in dieser Hinsicht und unsere Kultur schützen? Achtung, jetzt kommt's. Ich glaube erst einmal, dass der Islamismus und der islamistische Terror leider Erscheinungen sind, die wir ganz stark natürlich in Syrien haben, in Libyen haben, im Norden des Irak haben, aber zu denen leider die Europäische Union eine Vielzahl von Kämpfern beigetragen hat. Ach du meine Güte, hat sie das etwa gerade laut gesagt? Aber zu denen leider die Europäische Union eine Vielzahl von Kämpfern beigetragen hat. Frau Merkel, hat sonst noch irgendjemand dazu beigetragen? Und wir können nicht sagen, das ist ein Phänomen, das uns nichts angeht, sondern es sind zum Teil Menschen, oft sehr junge Menschen, die in unseren Ländern aufgewachsen sind und wo wir auch unseren Beitrag leisten. Ach so, wir also auch? Aha. Zweitens, Angst war noch nie ein guter Ratgeber, also es ist im persönlichen Leben nicht und es ist auch im gesellschaftlichen Leben nicht. Kulturen und Gesellschaften, die von Angst geprägt sind, werden mit Sicherheit die Zukunft nicht meistern. Das Vertrauen dieser Frau scheint ja ziemlich groß in ihr eigenes Volk zu sein. Wer also Ängste und Sorgen in sich trägt, kann davon ausgehen, dass er seine Zukunft hier nicht meistern wird. Frau Merkel hat gesagt, dass Deutschland sich in wenigen Jahren bis zur Unkenntlichkeit verändern wird. Wir hatten innerhalb der letzten 14 Tage 55.000 Ankünfte am Münchner Hauptbahnhof. 55.000! Und wir konnten die Züge nicht mehr weiterschicken. Nichts sieht hier mehr nach Ferieninsel aus. Kos in der griechischen Ägäis. Täglich kommen hier hunderte neue Flüchtlinge an. 7.000 sollen es inzwischen sein. Die Zustände sind chaotisch. Wo leben wir hier eigentlich? Die Zeiten werden immer wirrer. Merken Sie denn nicht, dass diese ganze Außenpolitik falsch ist? Und drittens, wir haben diese Debatte natürlich auch, dass wir sehr viele Muslime in Deutschland haben. Wir haben die Debatte darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört. Wenn man 4 Millionen Muslime hat, finde ich, braucht man nicht darüber zu streiten, ob jetzt die Muslime zu Deutschland gehören und der Islam nicht oder ob der Islam auch zu Deutschland gehört. Aber da gibt es auch diese Sorgen und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir... Wir haben doch alle Chancen und alle Freiheiten, uns zu unserer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen. Und wenn ich was vermisse, dann ist das nicht, dass ich irgendjemandem vorwerfe, dass er sich zu seinem muslimischen Glauben bekennt, sondern dann haben wir doch auch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind, haben wir doch den Mut zu sagen, dass wir da in einen Dialog eintreten. Haben wir doch dann aber auch bitteschön die Tradition, mal wieder in den Gottesdienst zu gehen oder ein bisschen bibelfest zu sein und vielleicht auch mal ein Bild in der Kirche noch erklären zu können und sich an anschließend zu beklagen, dass Muslime sich im Koran besser auskennen, das finde ich irgendwie komisch. Und vielleicht kann uns diese Debatte auch mal wieder dazu führen, dass wir uns mit unseren eigenen Wurzeln befassen und ein bisschen mehr Kenntnis darüber haben. Und insofern finde ich diese Debatte sehr defensiv. Gegen terroristische Gefahren muss man sich wappnen.
Und ansonsten ist die europäische Geschichte so reich an so dramatischen und gruseligen Auseinandersetzungen, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, uns sofort zu beklagen, wenn woanders was Schlimmes passiert. Wir müssen angehen dagegen, wir müssen versuchen, das zu bekämpfen. Aber wir haben nun überhaupt keinen Grund auch zu größerem Hochmut, muss ich sagen. Das sage ich jetzt als deutsche Bundeskanzlerin. Merkt die Frau das eigentlich noch? Ist sie noch ganz bei Trost? Wo leben wir hier eigentlich? Die Zeiten werden immer wirrer. Habt ihr gerade gehört, was sie uns vorgeworfen hat? Hochmütigkeit, Hochnäsigkeit gegenüber den Immigranten. Aus der Schuld heraus, was im Zweiten Weltkrieg passiert oder in Anführungsstrichen auch nicht passiert ist. Was meint sie eigentlich damit, wenn sie sagt, unsere Religion, in der wir uns nicht auskennen? Also ich für meinen Teil bin kein Christ. Das heißt nicht, dass ich nicht gläubig bin, aber ich bin kein Christ und es ist auch nicht unsere Religion. Wenn sie davon spricht, dass wir uns mit unseren Wurzeln auseinandersetzen sollen. Und genau da liegt auch der springende Punkt, uns mit unseren Wurzeln auseinandersetzen. Der Plan hinter dem Ganzen ist ja gerade das Gegenteil, nämlich uns zu entwurzeln, unsere Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg völlig auszuradieren. Unzählige Erfindungen, die die Menschheit vorangebracht haben, stammen aus deutscher Feder, ganz zu schweigen von literarischen oder musikalischen Werken, die entstanden sind in den damaligen Zeiten. Vielleicht mag es dem einen oder dem anderen entfallen sein, aber wir sind das Volk der Dichter und Denker. Nicht umsonst haben hochrangige Politiker wie Winston Churchill damals gesagt, wir dürfen die Deutschen nie wieder so ein mächtiges Volk werden lassen. Doch kommen wir nun zu den eigentlichen Ursachen und Gründen, die hinter dieser Flüchtlingswelle stecken. Eine interessante Aussage machte dieser Mann hier, nämlich Thomas Barnett. Das Endziel ist die Gleichschaltung aller Länder der Erde durch die Vermischung der Rassen mit dem Ziel einer hellbraunen Rasse in Europa. Dazu sollen in Europa jährlich 1,5 Millionen Einwanderer aus der dritten Welt aufgenommen werden. Das Ergebnis ist eine Bevölkerung mit einem durchschnittlichen IQ von 90. Zu dumm zu begreifen, aber intelligent genug, um zu arbeiten. Jawohl, ich nehme die vernunftwidrigen Argumente unserer Gegner zur Kenntnis. Doch sollten sie Widerstand gegen die globale Weltordnung leisten, wir werden sie töten. Frau Bundeskanzlerin, alle Kriege der letzten Jahre haben die Menschheitsprobleme nicht gelöst, sondern verschärft. Ganz egal, ob ich an Afghanistan denke, ob ich an den Irak denke, ob ich an Libyen denke. Was sagt unser Bundespräsident? Wir sollen noch mehr an Militäreinsätzen teilnehmen. Das bedeutet aber nicht, wie er meint, mehr Verantwortung. Das bedeutet mehr Verantwortungsversagen. Das sage ich Ihnen ganz klar. Und der eigentliche Skandal in Deutschland ist, dass Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur weltweit ist. Wir verdienen an jedem Krieg. Hätte unser Schluss aus dem Zweiten Weltkrieg nicht lauten müssen, dass wir nie wieder an Kriegen verdienen wollen? Ich glaube, das wäre das Mindeste gewesen. Und jetzt haben wir erfahren, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie im Jahre 2008 Panzer und auch noch eine Panzerfabrik, also die Lizenz zum Herstellen deutscher Panzer, an Algerien verkauft haben. Und ich sage Ihnen, was haben wir denn für Zustände in Algerien? Algerien ist kein demokratisches Land. Und woher wollen Sie eigentlich wissen, welche Zustände in Algerien in 5 Jahren herrschen? Woher wollen wir eigentlich wissen, wer dann dort Panzer für welche Zwecke herstellt? Das ist doch Wahnsinn. Und Sie, Herr Gabriel, sagen nur, Verträge sind einzuhalten. Haben Sie denn wenigstens mal geprüft, ob man aussteigen kann aus diesem wahnsinnigen Vertrag und diese Verantwortungslosigkeit überwinden kann? Und wo bleibt denn wenigstens Ihr Satz, dass es solche Verträge nie wieder geben wird? Das wäre doch wohl das Mindeste. Und ich sage Ihnen auch, Deutschland liefert Waffen an Saudi-Arabien, an Katar, an den NATO-Partner Türkei. Was erfahren wir jetzt? Die Al-Qaida-Terrorarmee ISIS erobert immer mehr Territorien im Irak und in Syrien. Aber wer hat denn diese Armee bezahlt? Die Bezahlungen kamen aus Saudi-Arabien und Katar. Und was hat die Türkei gemacht? Die hat diese kämpfenden Terroristen mit Waffen ohne jede Beanstandung durch die Türkei durchziehen lassen nach Syrien und Irak. Das sind unsere Partner. Und was machen sie dagegen? Fast nichts. Und jetzt haben wir heute gelesen, dass diese ISIS-Armee sogar Kinder tötet.
Wo leben wir hier eigentlich? Die Zeiten werden immer wirrer. Merken Sie denn nicht, dass diese ganze Außenpolitik falsch ist? Weg von Waffenexporten, hin zu einer friedlichen Konfliktlösung. Das muss die Aufgabe der Bundesregierung sein. Nichts anderes.